So, zunächst möchte ich euch einmal zeigen, wie man eine Arbeit anfängt. Da gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten, und zwar einmal kann man in Reihen häkeln. Da fängt man dann hier unten mit einer Luftmaschenkette an und häkelt dann in Reihen darüber. Oder man kann in Runden anfangen, wie man hier sehr schön sieht. In der Mitte ist dann die Anfangsmasche und dann wird in Runden drumherum gehäkelt. Ich werde euch beide Möglichkeiten zeigen. Aber zunächst müssen wir natürlich erstmal eine Anfangsschlinge haben, um überhaupt irgendwie anfangen zu können. Und zwar funktioniert das folgendermaßen: Ihr zieht einmal euren Arbeitsfaden unterm Zeigefinger her, dann darüber, einmal um den Daumen herum, dann hier runter und klemmt ihn zwischen dem Mittelfinger und dem Ringfinger ein, sodass ihr dann hier so eine Schleife habt und dann stecht ihr unter, unten in die Schlinge um den Daumen ein, den Faden vom Zeigefinger einmal drumherum, durch die Schlinge durch und dann festziehen. Dann habt ihr eure Anfangsschlinge. Das machen wir jetzt noch einmal. Ihr seht, wenn man die runternimmt und dann zieht, löst sie sich sofort wieder auf. Also unter dem Zeigefinger her, darüber, einmal um den Daumen rum, zwischen Mittel- und Ringfinger einklemmen, dann durch die Daumenmasche von unten durch, um den Faden vom Zeigefinger, durch die Schlinge loslassen und das Ganze festziehen. So, damit habt ihr euren Anfang. Und jetzt werden wir im nächsten Video mit dem Stück hier anfangen.